Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Alarmexperte, heute für Leipzig mit dem Thema Fenster-Tür-Kontakt. Ja, hier ist wieder Christoph und Marco. Herzlich willkommen, Marco. Herzlich willkommen, Christoph. Wunderbar. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Fenster-Tür-Kontakt. Was ist das? Wie funktioniert es, Marco? Genau, das ist dieser angesprochene Fenster-Tür-Kontakt. Wir haben auf der einen Seite den Sensor mit der Antenne und auf der anderen Seite den, ja, den magnetischen Gegenkontakt. Prinzip ist so, dass wenn die beiden nahe aneinander sind, man sagt immer so im Schnitt 2 Zentimeter, hat man einen Spielraum, also nach oben oder zur Seite. Wenn die so aneinander sind, erkennt die Alarmanlage automatisch, dass das Fenster oder die Tür in dem Fall dann auch geschlossen ist. Werden die Kontakte voneinander geöffnet, erkennt die Alarmanlage automatisch, die Tür oder das Fenster wurde geöffnet. Okay, das heißt, der Kontakt, also wahrscheinlich das größere Teil, sendet dann ein Signal an die Alarmanlage? Genau. Okay. Richtig. Jetzt ist hier gar kein Kabel dran. Wie funktioniert das? Genau, deswegen habe ich auch gesagt, dass das auch ein Sender ist. Mhm. Das bedeutet, hier drin ist eine Batterie verbaut, auf einer Platine, die den Melder bzw. die Platine mit Strom versorgt. Und man sagt immer so, je nach Gebrauch der Tür oder des Fensters hält so eine Batterie so 2 bis 3 Jahre. 2 bis 3 Jahre, okay. Erkennt die Alarmanlage, wenn die Batterie leer wird? Ja, also es gibt zwei Varianten oder drei Varianten. Die erste Variante ist natürlich, dass die Batterie voll ist. Mhm. Dann gibt es eine sogenannte Batterieschwach-Variante. Dort ist noch eine Reserve in der Batterie. Okay. Und dann gibt es Batterie leer. Das bedeutet, dass der Kontakt dann einfach aus ist und somit für die Alarmanlage auch nicht mehr existiert. Okay, super, cool. Kurze Erklärung. Sehr wichtiges Teil für die Alarmanlage. Vielen Dank, Marco. Gerne. Klicken Sie jetzt auf alarmexperte.de und Sie erhalten weitere Informationen und eine kostenfreie Beratung.